Herr Stolze, wir möchten uns heute über das Projekt Scrum Table näher informieren. Und die Frage, die uns als erstes in den Sinn kommt, ist, was ist überhaupt Scrum? Können Sie uns das kurz erläutern? Gerne. Scrum ist eine immer populärer werdende Projektmanagement-Methode in der Informatik. Sie gehört zur Klasse der agilen Methoden. Das heißt, man geht iterativ vor. In jeder von diesen Iterationen werden User Stories bearbeitet. Diese User Stories werden am Anfang vom Auftraggeber in eine Reihenfolge gebracht. Als Team nimmt man sich nur so viele User Stories vor, wie man glaubt, implementieren zu können. Und der Fortschritt mit der Implementierung wird am Taskboard verfolgt. Das Ganze macht den Prozess sehr transparent und das hat auch dazu beigetragen, dass diese Methode so populär geworden ist in letzter Zeit. Wir haben nun gesehen, wie ein klassisches Scrum-Meeting mit Tafel und Zetteln abläuft. Was ist der Schlüssel, damit eine solche interaktive Aktion sauber und benutzerfreundlich mit Software unterstützt werden kann? Der Schlüssel für dies ist das Beibehalten der Interaktion mit den Karten. Zum Beispiel oder das Verschieben der Tasks. Werfen wir einen Blick in ein tägliches Scrum-Meeting. Hier wird ein berührungsempfindlicher Bildschirm verwendet. So ist es möglich, dass das Team ähnlich wie am Taskboard arbeiten kann. Bei der Umsetzung wurde besonders auf eine einfache, intuitive Bedienung geachtet. Es ist so sehr einfach, bestehende Aufgaben zu verschieben, neu zu erstellen oder neu zuzuordnen. Besonders wichtig war, dass das Feeling des gemeinsamen Arbeiten erhalten bleibt. Wer Scrum kennt, dem ist auch das Spiel Scrum Poker bekannt. Hierfür hat sich das Entwicklerteam des Scrum Tables etwas Besonderes einfallen lassen. Beim Scrum Poker geht es darum, für bestehende Aufgaben eine Aufwandsschätzung zu machen. Dazu wird die Aufgabe als erstes kurz im Team besprochen. Danach nimmt jeder Spieler seine Karten auf. Die Zahlen und Symbole entsprechen dem geschätzten Aufwand dieser Aufgabe. Jeder Spieler legt nun die Karte verdeckt auf den Tisch. Hat jeder Spieler gelegt, werden die Karten nun aufgedeckt. Der geschätzte Aufwand kann nun einfach dieser Aufgabe zugewiesen werden. Tolle Umsetzung mit dem Scrum Poker. Wie habt ihr so ein komplexes Szenario hier überhaupt abbilden können? Wir haben zu Beginn der Arbeit nach einem multitouchfähigen Tisch Ausschau gehalten. Auch sollte der Tisch solche Muster erkennen. Microsoft Surface Table kann dies und stellt uns dies zur Verfügung. Nicht nur das beeindruckt, sondern auch die grafische Umsetzung des Ganzen. Wie habt ihr das gemacht? Dank dem Windows Presentation Foundation sowie C# 4.0 konnten wir dies in Zusammenarbeit mit dem Touch Framework sehr einfach erreichen. Jetzt haben wir hier von Features gesprochen, die alle lokal auf dem Tisch funktionieren. Wie stellt ihr sicher, dass alle externen Entwickler trotzdem mit Informationen versorgt werden? Der Microsoft Team Foundation Server wird von sehr vielen Benutzern als Background-System verwendet. Diese war unsere erste Wahl aufgrund der Mächtigkeit und der vielen Features, die dieses System zur Verfügung stellt. Die Software Scrum Table wurde ja hier an der Hochschule für Technik in Rapperswil entwickelt. Wie sieht das nun aus? Wird sie jetzt auch schon in der Praxis eingesetzt? Die Software wird schon seit einiger Zeit vom Team selber eingesetzt. Daneben arbeiten wir eng mit der BBV zusammen. In ihrer Nutzung hat die BBV uns sehr viele interessante Ratschläge gegeben, wie wir das System verbessern können. Und diese haben wir zum großen Teil auch schon umsetzen können. Was können wir von diesem Projekt alles noch erwarten? Wir haben zwei Richtungen, die wir gehen. Zum einen wollen wir innovative Hardware unterstützen. Hier denken wir zum Beispiel an den Surface 2 Tisch von Microsoft, der sich anbietet. Zum anderen wollen wir unsere Nutzerbasis eindeutig vergrößern. Deswegen haben wir eine Website erstellt und wir haben eine downloadbare Version der Software erstellt, die lokal arbeitet, von dem her einfach zu installieren ist und ohne Begrenzungen der Größe des Datensets genutzt werden kann.